Yuan war erschüttert darüber, dass Muad'Dam und Huan nicht ihre wirklichen Eltern sein sollten. In Gedanken versunken war sie von den Kriegerinnen der unerschütterlichen Gerechtigkeit zum Kloster des ruhigen Drachen begleitet worden. Nachdem sie einige Tage an diesem wunderschönen Ort verbracht hatte und den Bewohnern mit ihren Pferden bei ihren eigentümlichen Bewegungen zuschaute, lud sie Fu, der Shaolin-Meister, ein, an den Übungen teilzunehmen. Alle hier sind besondere Kinder, die Merl ausgestoßen hat, sagte Fu. Im Kloster lernen sie, ihre Angst zu überwinden und auf sich aufzupassen. Bevor wir etwas tun, fuhr er fort, spüren wir die Stille und den Frieden in uns. Daraus kann sich jede unserer Bewegungen voll entfalten. Komm, setz dich hin, ich zeige es dir.